Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, ganz herzlich willkommen zu dieser Betriebsrätekonferenz im Mannheimer Rosengarten. Ich freue mich sehr, dass so viele heute Vormittag hierher gekommen sind, in das Herz der Kurpfalz. Und ich freue mich ganz besonders, dass aus der Bundes-SPD unser Bundesvorsitzender Sigmar Gabriel mit dabei ist. Herzlich willkommen, lieber Sigmar. Genauso herzlich heiße ich willkommen den Vorsitzenden des DGB, Michael Sommer. Herzlichen Dank, dass du da bist. Aus dem Bundestag, von der SPD-Bundestagsfraktion, darf ich ganz herzlich willkommen heißen die Kolleginnen und Kollegen Ottmar Schreiner als AfA-Bundesvorsitzender. Hubertus Heil als stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Und dann aus Baden-Württemberg unseren Kollegen Josip Juratovic. Ich freue mich auch, dass aus dem Landtag von Baden-Württemberg viele Kolleginnen und Kollegen da sind und die Verbundenheit zu der Arbeitnehmerschaft unterstreichen. An ihrer Spitze begrüße ich den Fraktionsvorsitzenden der SPD im Landtag von Baden-Württemberg, Klaus Schmiedl. Und ich freue mich, dass die beiden Mannheimer Landtagsabgeordneten Helen Heberer und noch Mannheimer Abgeordneter Dr. Frank Mentrup da sind. Herzlich willkommen an euch beide. Und besonders wichtig ist auch, dass neben Helen Heberer der zweite SPD-Kandidat für den Mannheimer Norden in dem Fall, dass er unter uns ist. Lieber Stefan Fuß-Blei, sei herzlich willkommen in deiner Heimatstadt hier in Mannheim. Und dann freue ich mich, da Walter Spargerer ist nicht da, er ist angemeldet, kann aber leider nicht da sein. Okay, sonst hätte ich den noch natürlich hier in Mannheim begrüßt. Ich freue mich, aus der Gewerkschaftsarbeit hier im Land begrüßen zu können, den Bezirksleiter der IG Metall, Jörg Hoffmann. Und einen Gewerkschafter will ich gerade heute ganz besonders willkommen heißen. Wir haben gestern einen ersten Schritt getan hier im Land Baden-Württemberg, deutlich gemacht, dass die SPD mit Kompetenz und Persönlichkeiten in diesen Landtagswahlkampf ziehen wird. Und deshalb freue ich mich, dass der zukünftige Arbeitsminister des Landes Baden-Württemberg unter uns ist, der Kollege Rudolf Lutz von der IG Metall. Herzlich willkommen, lieber Rudolf. Als weitere Vertreter der Gewerkschaft darf ich jetzt begrüßen den Landesvorsitzenden der GdP, Rüdiger Seidenspinner, den AfA-Landesvorsitzenden Udo Lutz, Stefan Rebmann von der DGB-Region Rhein-Neckar und Wolfgang Kreis von der IG Bau Nordbaden. Euch allen herzliches Willkommen hier im Rosengarten. Die Verbundenheit der Stadt Mannheim mit der Arbeitnehmerbewegung und auch mit der SPD wird zum Ausdruck dadurch gebracht, dass unser Oberbürgermeister Peter Kurz zumindest kurz vorbeischauen kann. Lieber Peter, vielen Dank, dass du da bist. Und ich freue mich, dass die Bürgermeisterin Gabriele Warminski-Leithäuser ebenfalls unter uns ist. Und damit ist klar, die SPD ist in Mannheim zu Hause. Mannheim war immer ein Leuchtturm, nicht nur der Industrie und der Beschäftigung im Land, sondern Mannheim war immer auch, wenn man so will, Traditionsheimat der Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie. Und deshalb gibt es keinen besseren Ort, den wir uns hätten aussuchen können für diese Betriebsrätekonferenz, um das nochmal bewusst zu machen. Denn genau in Mannheim haben Gewerkschaften und Sozialdemokraten hier im Rosengarten schon einmal bekräftigt,
Nur gemeinsam kommen wir voran. Fortschritt erstreiten und erkämpfen wir nur gemeinsam. Und nur gemeinsam können wir verhindern, dass der Reichtum der wenigen auf dem Rücken der vielen erarbeitet wird. Denn genau an dieser Stelle schlossen, daran hat schon vorhin der Moderator erinnert, SPD und Gewerkschaften das sogenannte Mannheimer Abkommen. Sie legten einen Konflikt bei, der das Verhältnis belastet hat, über Jahre hinweg. Und übrigens, damals waren die Gewerkschaften für Teile der SPD nicht radikal genug. Und viele der Gewerkschafter warfen der SPD mangelnden Pragmatismus vor. Vieles hat sich verändert, doch der Grundsatz ist geblieben, Zeit an Zeit kämpfen wir für Emanzipation, für Gleichberechtigung in der Gesellschaft und in der Wirtschaft und wir kämpfen für die Benachteiligten und Entrechteten in unserer Gesellschaft. Damals wie heute gilt, die SPD braucht starke Gewerkschaften und starke Gewerkschaften brauchen auch eine starke SPD, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und unsere Konferenz findet nicht im luftleeren Raum statt. Am 27. März sind wichtige Landtagswahlen hier in Baden-Württemberg und natürlich auch gegenüber in Rheinland-Pfalz. Und Baden-Württemberg steht vor der wohl wichtigsten Wahl seit der Gründung. Und wenn noch irgendjemand sagt, bei dieser Wahl sei es doch gerade egal, welche Parteien man wählt, auf Politik kommt es ja gar nicht mehr an, dass es sich gar nicht mehr lohnt, für einen Politikwechsel zu kämpfen, dass alle Parteien gleich sind, dann schauen wir uns mal an, was am 27. März zur Wahl steht. Es geht in Baden-Württemberg um Zukunft oder Vergangenheit, Solidarität oder Spaltung. Es geht um Bürgerversicherung oder Kopfpauschale, um Mindestlöhne oder Dumpinglöhne. Es geht darum, ob es nur Bildung für alle gibt oder Bildung nur für die Reichen. Und es geht auch darum, ob wir einen Ministerpräsidenten haben, der sich an die Verfassung hält oder einen, der Federleswirtschaft macht. Damit ist klar, am 27. März geht es hier in Baden-Württemberg darum, ob die SPD stark wird oder ob die Schwarzen gerade so weitermachen wie in der Vergangenheit. Darum geht es am 27. März und dafür müssen wir kämpfen, dass das in den nächsten Wochen deutlich wird. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, gab es jemals eine Regierung, die es verdient hat, abgewählt zu werden, die es so sehr verdient hat wie diese, die seit einem Jahr regiert? Schwarz-Gelb hat seine Chance gehabt und vertan. Da brauche ich keine Umfragen lesen. Da reicht es aus, wenn ich mit den Bürgerinnen und Bürgern des Landes rede. Zum Beispiel mit der alleinerziehenden Mutter aus Pforzheim, die für ihre kleine Tochter keine Ganztagesbetreuung gefunden hat hier in Baden-Württemberg, die deshalb in Teilzeit arbeiten muss und mit 1.000 Euro brutto heimkommt. Und die jetzt seit dem 1.1. mehr in die Krankenversicherung einzahlen muss, während ihr Arbeitgeber bei der gleichen Summe bleibt. Und für diese junge Frau macht es vielleicht 50 Euro im Jahr aus. Für die FDP sind es Peanuts. Aber für diese junge Familie ist es der Unterschied zwischen einem neuen Wintermantel und keinem neuen Wintermantel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau darum geht's. CDU und FDP haben versprochen, mehr netto vom Brutto. In den Ohren von dieser jungen Frau und von vielen Bürgerinnen und Bürgern hört sich das verdächtig nach versprochen gebrochen an. Liebe Genossinnen und Genossen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und es geht ja so weiter, wenn ich an die Gesundheitspolitik denke. Der Griff in die Taschen soll gerade so weitergehen mit Zuzahlungen, die jetzt Aufzahlung heißen, mit unbegrenzten Zusatzbeiträgen in der Krankenversicherung. Und damit ist doch klar, wir sind auf dem Marsch in eine Entsolidarisierung in dieser Gesellschaft. Und das gute alte Prinzip, die Starken für die Schwachen, die Gesunden für die Kranken und auch die Reichen für die weniger Reichen, dass die da füreinander einstehen, das wird immer mehr ausgehöhlt und auch damit muss Schluss sein am 27. März diesen Jahres. Und lasst euch eins nicht einreden, dass der Aufschwung, der jetzt auch dieses Land natürlich erfasst hat, dass dieser Aufschwung der schwarz-gelben Regierungspolitik zu verdanken sei. Als die schärfste Wirtschaftskrise Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erfasst hat, da hat der Herr Mappus noch am Stuhl vom Herrn Oettinger gesessen. Und Frau Merkel hat flehentliche Blicke zu Peer Steinbrück gerichtet. Und es war Peer Steinbrück, der dann die Banken stabilisiert hat. Es war Olaf Scholz,
der über die Kurzarbeit Tausende von Arbeitsplätzen gerade in der Industrie des Landes Baden-Württemberg gerettet hat. Und es war Frank-Walter Steinmeier, der über das Konjunkturprogramm Investitionen in den Kommunen in Bildung und in energetische Sanierung angestoßen hat. Und deshalb sage ich voller Stolz und Selbstbewusstsein, dieser Aufschwung ist der Aufschwung von Gerhard Schröder, Olaf Scholz, Frank-Walter Steinmeier, Peer Steinbrück. Es ist unser Aufschwung und das werden wir immer wieder sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es geht am 27. März um viel. Es geht darum, dass nach 57 Jahren CDU-Herrschaft endlich gleiche Bildungschancen in dem Land Einzug halten. Meine kleine Tochter, die wird jetzt dann 14 Monate alt. Die brabbelt so vor sich hin. Wir wissen noch nicht so recht, ob es Deutsch oder Türkisch ist. Ich bin zuversichtlich, das wird was. In beiden Sprachen, das ist bei uns zu Hause üblich. Aber sie weiß noch gar nichts von ihrem Glück. Sie hat nämlich eine 7-mal höhere Chance, zum Abitur zu gelangen, als die Nachbarskinder, die nicht 2 Akademiker zu Eltern haben. Und das ist das Ergebnis von 57 Jahren CDU-Bildungspolitik. Dass Arbeiterkinder, Migrantenkinder benachteiligt werden, dass in keinem anderen Bundesland der Zusammenhang zwischen schulischem Erfolg und sozialer Herkunft so ausgeprägt ist wie in Baden-Württemberg. Und deshalb werden wir in Baden-Württemberg für gerechte Bildungschancen kämpfen. Und wir werden Baden-Württemberg zum Musterland guter Arbeit machen. Mit gleicher Lohn für gleiche Arbeit, auch in der Leih- und Zeitarbeitsbranche. Mit gesetzlichen Mindestlöhnen, damit derjenige, der früh aufsteht und hart arbeitet, auch wirklich seine Familie durchbringen kann. Mit einem Tariftreuegesetz, das wir übrigens von Kurt Beck abgeschaut haben. Mit einem Tariftreuegesetz, das öffentliche Aufträge des Landes daran koppelt, dass die Unternehmen sich an Tarifverträge halten und nicht Dumpinglöhne bezahlen. Und mit einer Mitbestimmung, auch im öffentlichen Dienst des Landes, die nicht weiter abgebaut werden darf, sondern die ausgeweitet werden muss. Denn engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind kein Hemmschuh für eine öffentliche Verwaltung und für eine Wirtschaft, sondern engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch was zu sagen haben, sind eine Trumpfkarte im 21. Jahrhundert. Und deshalb werden die Mitbestimmungen im Land wieder ausbauen. Und wir werden dafür kämpfen, dass die industrielle Basis, die industrielle Substanz dieses Landes erhalten bleibt. Baden-Württemberg ist stark geworden durch Industrieproduktion, stark geworden durch eine leistungsfähige Infrastruktur, die uns in der Fläche es erlaubt hat, Arbeitsplätze anzusiedeln. Und das ist etwas, wo man sich nicht ausruhen darf. Das muss man immer wieder neu erarbeiten, erkämpfen. Die Belegschaften, die Unternehmensleitung müssen da immer wieder ran, neue Produkte auf die Schiene bringen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Autoindustrie, der Anlagen- und Maschinenbau in Baden-Württemberg dem Strukturwandel sich nicht verweigert, sondern weitermacht. Die modernsten Autos der Zukunft, die mit den schadstoffarmen Antrieben, die sollen auch weiterhin vom Benz in Mannheim, vom Daimler in Stuttgart kommen. Und natürlich brauchen wir in Baden-Württemberg nicht nur die Entwicklungsabteilung, sondern ich will auch, dass die Autos der Zukunft hier von den Bändern laufen. Das ist die Herausforderung, die wir gerade in Baden-Württemberg annehmen müssen. Und wir werden dafür sorgen, dass die Chancen der Energiewende im Land endlich wahrgenommen werden. Das war schon ein seltsames Spektakel, was Herr Mappus geboten hat. Monatelang hat er wie ein Irrwisch für die Verlängerung von AKW-Laufzeiten gekämpft. Jetzt, wo es darum geht, in den letzten Monaten für die Zehntausenden von Kindern und Jugendlichen bei Hartz IV gleiche Bildungschancen, ordentliches Auskommen zu erkämpfen, da war Schweigen im Walde. Und genau das ist der Kontrast, der immer wieder deutlich wird in diesem Land Baden-Württemberg. Diese Regierung kämpft für die 4 Atomkonzerne, aber dort, wo es ums Schicksal von Kindern und Jugendlichen geht, da machen sie keinen Finger drum. Und auch damit muss Schluss sein am 27. März. Abgesehen davon habe ich bei unserem Maschinen- und Anlagenbau noch keinen getroffen, der Atommüllendlager betreiben will oder neue AKWs baut. Aber ich habe ganz viele getroffen, die Photovoltaikfabriken in die ganze Welt exportieren, die Windkrafträder und Wasserkraftrotoren bauen und die immer darum bemüht sind, die Stärke unseres Landes rauszuarbeiten, nämlich die Ingenieurskunst, das Tüftlertum der Baden und Württemberger, die immer noch einen Tick besser sein wollen.
Und wir wollen gerade auch bei der Zukunftsbranche der erneuerbaren Energien mit technologischer Substanz, mit unserem Know-how besser sein als die anderen, nicht billiger, sondern besser. Das muss die Parole für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg sein. Also damit ist klar, in Baden-Württemberg geht es um eine Weichenstellung, die Auswirkungen auf die Bundespolitik hat, ob eine soziale Stimme aus dem Land im Bundesrat sich erhebt oder eine Stimme, die die Konzerne begünstigt. Und es geht darum, dass wir nicht neue Wege zum Kommunismus erkunden in dem Land, dass wir vielleicht auch mehr verstehen als nur Bahnhof. Es geht darum, dass die SPD stark wird mit ihren Themen Arbeit und Beschäftigung, Industrie und Infrastruktur, sozialer Zusammenhalt und solidarische Gesundheitsversorgung, gerechte Bildungschancen, unabhängig von der Herkunft der Eltern oder woher jemand mal zugewandert ist. Das sind die Themen, die über die Zukunft des Landes entscheiden. Und deshalb sage ich, ein echter Wechsel im Land Baden-Württemberg wird nur möglich sein mit einer starken SPD. Und ich sage auch, noch nie war die Chance so groß. Packen wir es an mit eurer Unterstützung. Vielen Dank. Ich freue mich jetzt, unseren Bundesvorsitzenden Sigmar Gabriel nach vorne bitten zu kommen. Herzlich willkommen wieder mal in Baden-Württemberg, lieber Sigmar.